Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute ein Spiel aus den Champions Playoffs. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Williams. Klasse Technik. Schade, kein Tor. Super gemacht, ganz präzise, aber dann fehlen Zentimeter. Renan Lodi. Sanchez. Aaron Wan-Bissaka. Ballverlust. Sanchez. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Er versucht's. Stark gehalten von Sommer. Was dürfen wir uns heute von Nabil Fekir erwarten, Buschi? Wie siehst du das? Bockstark im Abschluss. Sie müssen eng an ihm dranbleiben, sonst macht er hier sein Tor. Da bin ich mir ganz sicher. Chance für Benzema. Was für eine Parade! Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Pope mit einer tollen Parade. Jetzt kommt die Ecke. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Wird's jetzt gefährlich? Kein Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt ausnutzen. Sie könnten jetzt flanken. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Nun Benzema. Sie holen sich den Ball. Fred. Mostovoy. Er gibt abseits. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Jetzt Benzema am Ball. Mostovoy. Pope ist da. Kein Tor. Die Ecke kommt rein. So kennen wir ihn. Erst die Glanzparade und jetzt hat er den Ball. Und Sie wissen natürlich, was Sie an ihm haben. Er verhindert das Tor. Ist eine klasse Szene. Also, das war fast schon sicher ein Tor. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Da können Sie kontern. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Gelson. Sanchez. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Fekir kann das Tor machen. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Und Karim Benzema. Williams. Da machen sie zu, wichtige Aktion. Jetzt Benzema am Ball. Jetzt haben sie den Ball verloren. Klasse Zuspiel. Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Und damit alles auf Anfang, es steht 1:1.
Mostovoj, Sie haben den Ball. Einwurf. Sanchez. Aaron Wan-Bissaka. Gelson. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Sie spielen den Ball steil, guter Heber. Das hätte gefährlich werden können, gute Aktion. Gelson. Sanchez. Oh, Nabil Fekir. Sie haben den Ball. Sie holen sich den Ball. Er versucht's. Ball wird abgeblockt. Und nun Benzema. Fred. Mostovoj. Das ist Williams. Die Chance für Williams. Und Tor, den macht er. Aber es war auch ein bisschen Glück dabei. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt. Die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1. Mit einer Führung für die Wanderers gehen wir rein in die zweite Spielhälfte. Mal schauen, wie sich dieses Spiel noch entwickeln wird. Ball bei Benzema. Kevin Babu. Klasse Ball gewinnen. Vielleicht waren sie jetzt was draus. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Williams. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Ah, aber jetzt bekommen sie erstmal die Chance. Williams. Da setzt er sich gut durch. Kommt jetzt die Flanke rein und der Keeper hat den Ball. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Er lässt sich zurückfallen, sehr aktiv, will den Ball. Toll gemacht, vorbei am Verteidiger. Der Angriff ist beendet, er geht energisch dazwischen. Williams. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Pass wird abgefangen. Jetzt Nabil Fekir. Ballbesitz ist weg. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Williams. Was für eine Parade! Aus dieser Distanz! Starke Szene! Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Ecke kommt in den 16er. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte ein Treffer verdient gehabt. Nabil Fekir am Ball. Super Volley, das war natürlich wirklich ein tolles Ding.
Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Das ist die Chance. Und sie kämpfen sich tatsächlich zurück in dieses Spiel. Noch ein Tor bis zum Unentschieden. 3-2 also. Da ist alles drin. Die Wanderers im Angriff. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Könnte der Ausgleich sein. Der Kerl ist... On fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Sie treffen zum 3-3 und gestalten alles wieder offen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Marcel Sabitzer. Ballverlust. Aaron Wan-Bissaka. Ja, könnte was werden. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Da muss er sich gar nicht groß anstrengen, aber vorher natürlich. Riesenparade. Die würde ich mir gerne nochmal anschauen. Die war unfassbar. Also über einen Mangel an Torchancen kann sich niemand beschweren. Beide immer wieder gefährlich. Vor dem gegnerischen Tor steht Odin. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Tor! Und damit führen sie hier. Führung für die Wanderers, das Spiel geht weiter. Ah, da wäre jetzt Platz. Und Tor! Alles wieder offen! Und wieder ein Tor. Wir haben den Ausgleich und es steht 4-4. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Packen Sie hier noch das Tor. Gute Grätsche, er hat den Ball. Die Fans pushen Sie noch mal nach vorne, die wollen den Siegtreffer. Den Ball kann er abfangen. Die Wanderers jetzt. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, sie können nichts aus dieser Szene machen. Bruno Fernandes. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Fast fällt hier noch das Tor. Fast geraten sie spät noch in Rückstand. Aber er ist da. Er hält diesen Ball. Sensationell. Der Schiedsrichter entscheidet erst auf Vorteil, aber der hat sich nicht ergeben. Also dann klar Freistoß. Nee, das ist abseits. Weil da zu wenig Bewegung drin war. Weil sie nur auf den Ball schauen, nicht auf den Gegner. Und das rächt sich dann. Dann bekommst du so einen Abseitspfiff in dieser Situation. Mensch. Gut dazwischen gegangen. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Sieg... Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Williams. Gute Aktion vom Keeper. Er verhindert hier einen späten Rückstand. Oh, war das wichtig. Vielleicht hat er ihn genau damit das Unentschieden gesichert. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Nach 90 Minuten steht es weiterhin unentschieden. Es wird Verlängerung geben.
Das Spiel war anstrengend. Das sieht man den Jungs da unten an. Aber jetzt müssen sie noch mal alles aus sich rausholen. Die Verlängerung läuft. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Da kommt der Pfiff. Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Kurz gespielt. Oh, Riesenparade. Aber die Fahne ist oben. Wir sehen es. Abseits gezählt hätte der Edig. War eine klasse Chance, aber ist am Ende nichts dabei rumgekommen. Bruno Fernandes. Correa. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Oh, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Ballverlust. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Richtig gut vom Torwart, den hat er sicher. Beim Ballbesitz ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beim Spielstand natürlich auch. Offensivfreudig. Beide Trainer lassen nach vorne spielen. Da gewinnt er den Zweikampf. Da ist der Ball weg. Daniel Malen. Vorteil, Spiel läuft weiter. Sabitzer! Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Jetzt ist der Platz da. Und jetzt der Lupfer. Den Lupfer! Klasse Treffer! Rückstand für die Wanderers. Weiter geht es hier. Fängt diesen Ball ab. Geht er rein. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt.15 Minuten in der Verlängerung sind vorbei. Gleich dann der zweite Durchgang. Jetzt läuft die zweite Hälfte in dieser Verlängerung. Dennis Zakaria. Jetzt haben sie den Ball verloren. Die Wanderers im Angriff. Williams. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Der Ball ist im Aus. Es geht hier mit Abschluss weiter. Den Ball angenommen, schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Unglaubliches Tor! Mit dem Fallrückzieher macht er es. Also das war wirklich unerahmlich. Dieses Spiel ist ein Highlight für die Zuschauer und die Offensivreihen beider Teams. Sie treffen ja, wie sie wollen. Gute Aktion. Und weiterspielen hat der Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Da ist der Ball jetzt weg. Gefährlich, der Steilpass. Weiter gefährlich. So langsam aber sicher geht die Verlängerung dem Ende entgegen. 6 Minuten haben wir noch. Marcel Sabitzer. Gute Balleroberung hier.
Williams. Und er geht nicht rein. Spitze, wie er den gehalten hat. Es gibt eine Ecke, eine gute Gelegenheit. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Jetzt der Eckball. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. 2 Minuten verbleiben auf der Uhr. Joaquín Correa. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Er lässt sich da nicht aufhalten. Und Tor! Schlusspfiff in diesem Spiel. Damit steht es nun fest. Der
Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Heute übertragen wir für Sie eine Division Rivals Partie. Die Wanderers gegen Real. Ich denke, die beiden Teams werden das Spiel auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Da ist die Chance für Williams. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Philippe Andersson. Sandro Tonali. Varela. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Sandro Tonali. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Die Wanderers im Angriff. Nabil Fekir. El Shaarawy. Da sehen wir El Shaarawy. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Jetzt Nabil Fekir. Jetzt kommt die Flanke. Keine gute Hereingabe. Ballverlust. Koulibaly. Koulibaly. Theo Hernandez. Am Ball jetzt De Ligt. Dumfries. Er könnte flanken. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Dankbarer Ball, ungefährlich. Jetzt Nabil Fekir. Sandro Tonali. Ball wird abgefangen. Stefan El Shaarawy. Könnte die Führung werden. Nicht drin. Pfosten. Und dann ist es auch abseits. Wir sehen's. Damit ist diese Szene beendet. Chance vertan. Das war natürlich eine richtig gute Chance. Jetzt Benzema. Fred. Die Wanderers im Angriff. Benzema. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Iličić. Der Ball geht an die Latte. Er holt sich vorne den Ball. Das könnte die Führung geben. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Den Treffer hätten sie gerne mitgenommen, aber das Aluminium ist im Weg, verhindert das Tor. Ja, die wären gerne in Führung gegangen. Und nun Fekir. Kommt jetzt die Flanke rein? Flanke jetzt auf den langen Pfosten. Aber es wird abgepfiffen, abseits. Schade, ja, sah nach einer guten Chance aus, gute Flanke. Aber dann sind sie doch zu unkonzentriert und die Abseitsfalle schnappt zu. Varela. Am Ball Philippe Andersson. Real im Angriff. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Karim Benzema. Das macht er gut. Den muss er besser verteidigen. Die Riesenaktion von Szczęsny. Philippe Andersson. Sandro Tonali. Josip Iličić. Gut dazwischen gegangen. Sie lassen den Platz für die Flanke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Ball wird hier erstmal geblockt. Wieder der Ballverlust. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Super Volley! Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0.
Schön dazwischen gegangen. Theo Hernandez. In der Vorwärtsbewegung Real. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Geht dazwischen und hat den Ball. Nur noch der Torwart vor sich. Ah, oh, Buschi, waren das die Nerven? Sah fast so aus. Den muss er eigentlich machen. Da ärgert er sich. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Wir hören es. Die Fans hoffen auf den Ausgleich. Er geht in den Strafraum. Situation geht weiter. Immer noch gefährlich. Szczęsny kann den Ball halten. Real gibt den Ballbesitz ab. Nabil Fekir. Den Zweikampf führt er sehr gut. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Hinein in die zweite Spielhälfte, liebe Zuschauer, in dieser Partie, in der Real aktuell in Führung liegt. Varela. Jetzt Dumfries. Koulibaly. Stefan El Shaarawy. Die Riesenchance aus nächster Nähe, aber Sommer verhindert das Tor. Macht diese Gelegenheit zunichte. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Da wäre Platz für den Konter. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Zu viel Power hinter diesem Ball. Kein optimales Zuspiel. Fred. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Abwehr steht gut. Steilpass kommt nicht an. Josip Iličić. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Mostovoy. Shaw. Mostovoy. Benzema verliert den Ball. Könnte den Konter geben. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Philippe Andersson. Matthijs de Ligt. Koulibaly. Varela. Sandro Tonali. Da haben sie jetzt den Ball. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Shaw. Jetzt Karim Benzema. Dennis Zakaria. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ballverlust auf Seiten von Real.
Die besseren Ballbesitzwerte hat in den letzten 15 Minuten Real. Und man merkt natürlich, die wollen diesen knappen Vorsprung ausbauen, holen sich Moment, jetzt knallt's gleich. Ball am Pfosten. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Jetzt sind sie am Ball. Sandro Tonali. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Dumfries. De Ligt. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Chance zur Flanke jetzt. Keine gute Verteidigung. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Sie gehen dazwischen. Barella. Stefan El Shaarawy. Ball wird abgeblockt. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Sie haben den Ball. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt unfassbar. Sie packen es doch noch und gleichen aus. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Ginter hat ihn. Fred. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Da muss er hin und holt sich den Ball. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. 1 Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Schön dazwischen gegangen. Das Spiel ist aus, das war's. An diesem Unentschieden ändert sich hier also.
Wir melden uns heute aus dem King Power Stadium. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Wir sind zu Gast bei einem Division Rivals Spiel. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Sie können den Ball abfangen. Kevin Babu. Da ist Benzema. Die Wanderers im Angriff. Und dann der Ballverlust. Die Gefahr damit bereinigt. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Klasse Aktion. Ball ist weg. Schönes Tackling und den Ball erobert. Williams. Williams! Unglaublich, kein Tor. Alisson ist da. Alisson macht zu. Den haben viele hier schon drin gesehen. Sensationelle Parade. Sie versuchen es. Schuss kommt nicht durch. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Roussillon. Und jetzt Fekir. Da ist der Ball weg. Bernardo Silva. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. Nabil Fekir. Fekir, was war das hier wieder für ein Tor? Wie so oft. Er ist einfach da, er ist zur Stelle, wenn es gefährlich wird. Der Mann weiß, wo das Tor steht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Mostovoy. Benzema mit dem Ball jetzt. Williams. Die Chance für Williams. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Federico Valverde. Schön diesen Pass abgefangen. William, da ist er alleine durch. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Geht da jetzt weite Wege, will den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aber wir sehen es, Ballverlust. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Gut verteidigt. Pogba am Ball. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Und nun Fekir. Gute Aktion. Pogba. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Da kann er sich den Ball holen. Shaw. Fred. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Schwache Aktion, Ballverlust. Foul von Pogba. Benzema.
da aus enormer Entfernung. Keine echte Torgefahr. Was für ein Schuss! Was für ein Traumtor! Da packt er einfach mal einen aus! Die Nummer 10. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Federico Valverde. Ball bei Bernardo Silva. Die Chance hier für Fink hier. Super gemacht. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein klasse Keeper. Ecke kommt kurz. Paul Pogba. Ball ist bei Fink hier. Die Riesenchance. Jan Sommer ist da. Das war natürlich eine super Parade. Gerade aus dieser Distanz. Kurze Ecke jetzt. Nabil Fekir. Chance zur Führung. Fekir, was war das hier wieder für ein Tor? Wie so oft. Er ist einfach da, er ist zur Stelle, wenn es gefährlich wird. Der Mann weiß, wo das Tor steht. Rückstand für die Wanderers. Weiter geht es hier. Und jetzt Benzema in der Offensive. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Sie holen sich den Ballbesitz. Alexander Mostovoy. Flanke kommt nicht durch. Rodrigo. Fekir ist das. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Drei Treffer haben wir durch Gang 1 gesehen. Zwei. Es geht weiter mit der zweiten Spielhälfte. Die Wanderers sind im Augenblick hinten. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Rodrigo. Fekir. Schönes Tackling und den Ball erobert. Nabil Fekir. Gutes Tackling hier. Fekir jetzt. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Gute Aktion. Wie siehst du Nabil Fekir bislang in dieser Begegnung? Na, die Führung haben sie auch ihm und seinen Toren zu verdanken. Wirklich eine gute Leistung im ersten Durchgang. Da ist der Ball jetzt weg. Ja, ganz energisch geht er dazwischen. Und jetzt Fekir. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Sie können nicht klären, sind weiterhin im Bedrängnis. Bernardo mit dem Passgegner ist da. Die Wanderers im Angriff. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Sie wechseln und Szenenapplaus gibt es da keinen. Bouchet, denn das war heute eine eher diskrete Leistung. Sehe ich auch so. Immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten. Die kannst du dir in so einem Spiel nicht erlauben. Den hat Alisson, natürlich. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Weiter gefährlich nach dieser Parade.
Marcel Sabitzer. Kevin Babu. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Rodrigo. André. Will den Ball, sehr aktiv im Moment. Bernardo Silva jetzt mit der Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Er hält diesen Ball. Sensationell. Es war kein gutes Spiel heute. Konsequenz ist nun diese Auswechslung. Tja, war nicht zu übersehen. Hat eigentlich nie richtig reingefunden in dieses Spiel. Lief nicht. Und deshalb ist jetzt vorzeitig Feierabend. Super gemacht. Jetzt hat er den Ball. Gute Aktion. Ball weiter im Spiel. Williams. Kevin Babu. Fekir. Ball kommt in die Mitte. Schön dazwischen gegangen. Rodrigo. Das ist Walker. Der Ball läuft gut heute bei Ihnen. Ja, und Sie bieten sich auch immer wieder gut an. Das macht richtig Spaß zuzugucken. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Die Chance hier für Fekir. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Bernardo Silva. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Marcel Sabitzer. Kevin Babu. Ball wird abgeblockt. Ballverlust durch Bernardo. Jetzt Sabitzer. Das macht er gut. Rodrigo. Den Ball kann er abfangen. Das macht er gut. Er pfeift. Elfmeter. Keine Frage. Das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung, aber keine Karte zu zeigen, also da liegt er daneben. Er macht den Elfer. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten, die Partie ist so gut wie gelaufen. Ginter. Kevin Babu. Oh, Nabil Fekir. Daniel Malen. Sabitzer! Was für eine Rettungstat, gehalten! Ecke in die Mitte. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Schlusspfiff für uns. Damit war es das.